Sendung Kino wird präsentiert von maxibring.ch und autoberufe.ch, Lehrberuf in der Automobilbranche. Und der Smart Center Kriens und Mettmestetten mit den neuen Smart 4-2 und 4-4. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von der Sendung Kino. Wir melden uns heute direkt aus dem Verkehrshaus der Schweiz, weil hier an diesem Wochenende die zweite Ausgabe vom LIF, vom Lucerne International Film Festival, stattfindet. Ja, wie eingangs erwähnt, findet an diesem Wochenende die zweite Ausgabe vom LIF, vom Lucerne International Film Festival, statt. Und bei mir ist jetzt der Direktor, der Guido Bächler. Guido, wieso sind ihr denn jetzt im Verkehrshaus der Schweiz? Also, wir sind natürlich sehr geehrt, dass das Verkehrshaus der Schweiz unser offizieller Gastgeber ist. Wir haben das Gefühl, dass das Verkehrshaus sehr gut passt für uns, weil es ist bekannt für Filmgeschichte und Filmkultur. Und für uns das Nischenfestival ist es einfach schon perfekt. Hättest du uns einige Highlights, die du könntest erzählen von dem diesjährigen Festival? Ein Film, der persönlich für mich heraussteht, heisst Strange Angel oder Seltsamer Engel. Er basiert auf dem skurrilen Poet und Klassiker Edgar Allan Poe. Er hat die Geschichte sogar selber geschrieben und es ist ein Kinderfilm für alt und jung. Ein anderer Film heisst Leonardos zweite Mona Lisa. Man stellt sich da die Frage, hat Leonardo da Vinci wirklich zwei Versionen von der Mona Lisa gemalt? Es gibt nämlich genügend Beweise, dass Mona Lisa im Louvre die zweite ist und auch 10 Jahre zuvor eigentlich die erste gemalt hat. Ein weiterer Film ist Allegria, humanitäre Expedition. Es ist eine Geschichte von Christoph von Toggenburg, der alleine 3200 Kilometer über Himalaya gereist ist und dort Hunderte von Menschen kennengelernt hat, die in Not leben und Hilfe brauchen. Ja, Guido Bächler, das klingt alles hochspannend. Es gibt noch Tickets hier an der Kasse im Verkehrshaus der Schweiz oder auf der Webseite www.lucernfilmfestival.com. Besten Dank, Guido Bächler. Bei uns gibt es jetzt etwas zum Gewinnen, und zwar das. Kinotickets für Komödie «Dumm und dümmer». Schicken Sie ein E-Mail an kino@tele1.ch oder eine Postkarte mit dem Stichwort «Kino» und Ihrer Adresse an Meinhofstrasse 76 in Luzern. Ja, gute Unterhaltung mit den neuen Filmen, entweder im normalen Kino oder am zweiten LIF. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ade miteinander. Sendung Kino ist präsentiert worden von maxiprint.ch und autoberufe.ch, Lehrberuf in der Automobilbranche. Und der Smart Center Kriens und Mettmestetten mit den neuen Smart 4-2 und 4-4.